bin die Irene Diewerk und ich bin Schriftstellerin. Das Arbeitsstipendium der Stadt Graz habe ich bekommen für mein neues Projekt, an dem ich gerade arbeite. Und es ist wieder ganz was anderes als Malvita. Es ist eine historische Geschichte und es geht um die Widerstandsgruppe Weiße Rose, wobei ich mich da auf zwei Figuren fokussiere, und zwar den Hans Scholl und den Alexander Schmorell. Es ist natürlich eine Herausforderung, so ein Thema zu behandeln, was schon auf viele Arten behandelt worden ist. Also seit 2010 sind einfach irrsinnig viele Sachen rausgekommen, weil irgendwer gestorben ist und irgendwelche Briefe vermacht hat, die dann veröffentlicht worden sind, oder weil irgendein Archiv in Russland gefunden worden ist, wo man noch irgendwas gefunden hat, etc. Also habe ich schon das Gefühl, dass da viele Sachen gibt, die zwar schon irgendwo publiziert sind, aber einfach nicht so bekannt sind. Also was das Stipendium der Stadt Graz mir gebracht hat, ist natürlich einerseits das Geld, dass ich jetzt einfach sehr ohne Sorgen drauf losarbeiten kann, nicht immer überlegen muss, muss ich mir doch vielleicht einen Zweitjob suchen oder so. Also das geht jetzt sehr relaxed vom Finanziellen her. Und die zweite Sache ist natürlich die Ermutigung, dass man weiß, irgendein Gremium findet gut, was man macht. Weil auch wenn man schon verschiedene Erfolge gehabt hat, man weiß doch nie beim neuen Text, ist das jetzt gut, funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle, verstehen das die Leute so, wie ich es verstanden haben will. Und da ist es einfach super, wenn man da so den Daumen nach oben kriegt und das, ja, so mach so weiter, schreib weiter. Stefan Schmitzer, Autor, Kritiker, Performer. Ich schaue, was passiert, wenn ich das, was ich glaube, mir zu denken, genauer ausformuliere. Und die genaue Ausformulierung sagt mir dann was drüber, was es da eigentlich ist, das ich denke. Sprache pflegt ja schlauer zu sein als der Sprecher. Ich weiß ja noch nicht wirklich, was ich da denke, wenn ich es nicht genau ausgedrückt habe. Das heißt, wenn ich da ein ungefähres Muster habe, lass uns da mal was durchprobieren und lass uns Sprachmuster durchprobieren, die in diesem Kontext aufpoppen, und lass uns die schön wie so Spielzeugeisenbahnen gegeneinander fahren, und dann macht's bumm. Da muss dann nichts dahinter sein, das muss nicht besonders interessant sein, aber es kann interessant sein. Und dann, wenn sich das interessant herausstellt, dann gehe ich meinen Mitmenschen damit auf den Wecker und vielleicht gefällt es ihnen. Ja, ich schreibe schon für Leser und nicht nur für mich. Das Erkenntnisinteresse ist natürlich die Triebfeder von dem, was ich mache. Also der Hauptgrund, warum ich das überhaupt betreibe. Also herauszufinden, was es eigentlich ist, dass ich da denke, welche Ideologien in meinem Denken, in meinem Träumen wirken, die ich oft dann auch nicht kommen sehe. Die finde ich dann erst heraus, indem ich daran arbeite. Ich hoffe, das geht weiter so. Ich hoffe, es gibt weiterhin Leute, die das lustig genug finden, dass sie das dann auch lesen wollen. Wenn es das irgendwann nicht mehr tun, dann werde ich Lehrer. Und ich hoffe, ich kann das vermeiden. Weiter denke ich nicht. Die neuen Ausschläge biegen sie zur Erde nieder und verflechten sie untereinander zu einem richtungslosen Dickicht. Dann warten sie ab. Wie viel Schocks braucht ein Gebück zum Verwachsen, um die vielen Brüche zu überwallen? Selbst in dieser rauen Kunst wächst und verfestigt sich an jeder Baum in seine verschrobene und verrenkte Figur auf unbestimmte Zeit. Mein Name ist Franziska Füchsel und ich bin Schriftstellerin. Zur Literatur bin ich gekommen eigentlich über meinen Dialekt, weil ich das Gefühl hatte, immer im Dialekt überhaupt nicht alles sagen zu können oder ausdrücken zu können, was es braucht vielleicht, und gleichzeitig einen riesigen Reichtum darin auch gesehen habe, sprachlich und artikulatorisch sozusagen. Und das waren auch meine ersten Texte, die sind sehr stark von Dialekt geprägt. Ich glaube, durch diesen Zugang habe ich irgendwie auch gelernt, dass Sprache ein Material ist, also irgendwie ein Material, mit dem man arbeitet, dass man formen kann, dass man tätschen kann, dass man schleifen kann, dass man stechen kann und so weiter. Also es klingt jetzt irgendwie gewaltvoll, aber es ist, es hat viel eigentlich mit diesen Keramikdodeln auch zu tun, dieser Zugang zur Literatur. Das sind Keramikdodeln, und die sind entstanden im Rahmen einer Arbeit, bei der ich mich
mit Einfalt beschäftigt habe. Und zwar Einfalt als etwas sehr Kompliziertes, auch Verborgenes und irgendwie Eingefaltetes, Verstecktes. Also eben nicht etwas, wo das bedeutet, dass diese Leute, die man als einfältig bezeichnet, leicht zu durchschauen werden. Also die Figuren aus Keramik habe ich Dodeln genannt, weil es gibt im Englischen ein Verb, das heißt to doodle, und das heißt wiederum, dass man geistesabwesend etwas formt oder skizziert, aber eben nicht absichtlich. Den Ton habe ich eigentlich mehr zum Denken geknetet, und so sind dann diese Figuren entstanden. Die Gehauenen, Gekrümmten fangen einander in scheinbar zufälliger Verschlingung auf. Und in dieser gegenseitigen Gestütztheit weilen sie aus, mehr noch, schließen Frieden, wachsen unbemerkt weiter für sich. Da schärfen ihnen die Hände ihre neuen Sprösse zu kerzgeraden Speeren. Sie basteln das Gebück zum Wall. Sie besitzen alle Zeit der Welt.